Mich wundert ja, wie lange das unentdeckt bleibt, ne? Also, wo so viele Forscher sich mit diesen Menschenaffen auseinandersetzen oder überhaupt mit Affen und dann dauert es so lange, bis man sowas weiß. Die Ähnlichkeit von Menschenaffen mit uns Menschen ist auf jeden Fall auf vielen Gebieten verblüffend. Sie haben Empathie, auf der anderen Seite töten sie sogar ihresgleichen, wie wir eben gerade gesehen haben. Eigentlich würde es nicht verwundern, wenn sie auch kulturell begabt wären. Dieser Frage sind Sie in diesem SWR-Filmprojekt ja auch nachgegangen mit der Affendame Sina. Ist Kultur etwas typisch Menschliches? Unser Experiment soll das am Beispiel Malerei überprüfen. Tja, was meinst du? Sina? Guck, was ich mache. Guck, Sina. Sind unsere nächsten Verwandten wirklich kulturlos? Okay, nimmst du die blau? Ja, mach ruhig. Mal ruhig. Sina jedenfalls ist bei der Auswahl der Farben durchaus wählerisch. Jetzt mache ich noch mal ein kleines. Und die Pinselführung ist auch nicht weniger professionell. Ist das, was hier geschieht, also nicht durchaus schon Kultur? Doch wer würde Sina absprechen wollen, dass hier durchaus etwas Kreatives entsteht? Du willst deine eigene Ausstellung bekommen. Tja, wir haben das Bild. Wir haben das Bild da. Da kann man sich jetzt letztendlich drüber streiten. Kunst, ja oder nein. Birgit, wie findest du es? Also, ich finde es sehr schön. Ich würde das aufhängen. Ja? Ja, jederzeit. Da brauchst du eine große Wohnung. Ja. Hatten Sie denn den Eindruck, dass Sina Spaß beim Malen hatte? Das finde ich interessant. Ja, hatte sehr viel Spaß. Zumindest am Anfang ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet. Aber sie malt sehr modern, abstrakt und vor allem eine Wonne war es auf meinem Arm und auf meinem Polohemd. Da hat es geliebt, da hört es überhaupt nicht mehr auf. Bodypainting angesagt. Ja, genau, sie hat den Arm sogar von innen bemalt und hörte dann die Schulter nicht auf. Bis ihr Trainer sagte, so Sina, jetzt ist Schluss. Aber es war Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich war toll. Will sie das jetzt immer machen. Ja. Ne? Kultur ist ja ein ganz wichtiges Stichwort, wenn man auch verstehen will, wie wir Menschen uns über die Jahrmillionen entwickelt haben. Kann man denn letztlich bei Sina auch schon von Kultur sprechen? Ein Kennzeichen von Kultur ist die Weitergabe von Tradition, also von Brauchtum und Innovation an eine andere Gruppe. Und Schimpansen lernen zum Beispiel Werkzeuggebrauch über Beobachtung und geben das dann auch weiter. Insofern kann man schon von Kultur sprechen, wenn man auf Schimpansen zu sprechen kommt. Zumal auch an der Elfenbeinküste, ganz interessant, möchte ich noch kurz erwähnen, eine Steinwerkzeugkultur entdeckt wurde. Und die ist mehr als 4.300 Jahre alt, halte ich fest. Das heißt, da haben Schimpansen über mehr als 200 Generationen weitergegeben, wie man Steinwerkzeuge benutzt, um Nüsse aufzuschlagen. Naja. Wie weit muss man denn zurückgehen bei uns, um bei unseren Vorfahren erste Anzeichen von Kultur zu entdecken? Gut, wenn man jetzt die ersten Steinwerkzeuge sich anguckt, die sind 2,6 Millionen Jahre alt, kommen aus Äthiopien. Wenn Sie sich diese Steinwerkzeuge angucken, dann denken Sie, wow, die kann ich genauso gut am Rheinufer gefunden haben. Die sehen aus wie ein Zufallsprodukt, wie ein Kieselstein, der einfach irgendwie abrollt. Feuergebrauch ist so circa 350 bis 400.000 Jahre alt. Also aber richtig die klassische komplexe Kunst, die uns ausmacht, genauso wie komplexe Sprache, wie komplexer Werkzeuggebrauch, der entstand, oder dies alles entstand wohl erst vor weniger als 50.000 Jahren. Also da begann der unmittelbare Vorfahr von uns, Kunst figurativ zu gestalten. Flöten, kleine Tierskulpturen, Abbilder von sich selbst. Also alles sehr spät mit uns, mit Homo sapiens. Mhm. Die Entwicklung der Sprache spielt ja eine große Rolle bei der Evolution. Was geht mit Sprache besser? Also wozu benutzen wir Sprache letztendlich? In der Evolution des Menschen stellt man sich vor, dass Informations- und Gefühlsweitergabe leichter ging, dass man taktisch kommuniziert. Ich meine, wir sind aggressiv, wir kommunizieren taktisch. Wir von der Gestensprache zur Lautsprache, die Hände werden wiederum frei. Es gibt nur vielerlei Gründe. Was man sich vorstellt, ist, dass es ging ja vonstatten rasant, dass das alles sehr spät vonstatten ging. Genauso wie die Gehirnentwicklung sehr spät einsetzte. Dass man jetzt sagen kann, wow, der Schädel ist viel, viel größer, also ab 2 Millionen Jahre. Aber inwieweit man Sprache mit unseren frühesten Vorfahren verbinden kann, sei dahingestellt. Man hat einen Teilbereich des Gehirns als Abdruck gefunden, das ist das sogenannte Broca-Zentrum. Und das hat man bei die Büste
die wir vorne sehen, bei Homo rudolfensis nachgewiesen. Aber inwieweit der jetzt sprechen konnte, das ist wirklich spekulativ. Und es wäre frech zu behaupten, die konnten so sprechen wie wir. Es gibt jetzt gerade eine ziemlich neue Untersuchung, die betrifft Neandertaler. Und da hat man ein Gen gefunden, was auch wir haben. Das heißt, eins von ein paar hundert Genen. Was dafür zuständig ist, dass man sprechen kann. Dass man sprechen kann oder dass sich überhaupt Sprache entwickeln kann. Aber wie gesagt, das ist eins von mindestens 500 anderen, die dazu vonnöten sind. Also wirklich... Das ist interessant. Ein Ball flach halten, man findet mehr raus, aber man darf auch nicht zu arg ins Spekulative verfallen. Ja. Um sprechen zu können, braucht man nicht nur die entsprechenden Gehirnareale, sondern auch eine ganz bestimmte Anatomie des Sprechapparates. Der Vergleich von Sina und Oliver zeigt das ganz deutlich. Wie und wann ist die Sprache entstanden? Einen Teil der Antwort liefert uns vielleicht das Gehirn. Bei Sina ist es wesentlich kleiner als bei Oliver. Doch das muss ja nicht heißen, dass Affen zu dumm zum Sprechen wären. Denn in manchen Dingen sind sie uns geistig sogar überlegen. Dieser Schimpanse soll zunächst die Abfolge der Zahlen von 1 bis 10 erkennen. Nun soll er sich die Position jeder Zahl einprägen. Dann werden die Zahlen verdeckt. Und nun heißt es, aus dem Gedächtnis die richtige Reihenfolge aufrufen. Für den Schimpansen kein Problem. Das Erstaunliche ist, dass Menschen in diesem Versuch mehr Fehler machen als Schimpansen. Hallo. Mach mal so. Trotz dieser geistigen Leistung bleibt das Gespräch mit Sina recht einseitig. Guck mal, wir erzeugen unsere Sprache hier. Genau da. Genau da erzeugen wir unsere Sprache. Und da kommen bei dir auch die Töne raus. Nur wir verstehen euch nicht, weißt du? Der Grund für Sinas Sprachlosigkeit ist vermutlich nicht im Gehirn, sondern in der unterschiedlichen Anatomie des Sprechapparates zu suchen. Genau. Wir verdanken die Sprache einer bestimmten Lage von Zunge, dem weichen Gaumen und dem Kehlkopf. Hier entstehen viele Sprachlaute. Hallo, hallo, hallo. Viel kleiner ist dieser Resonanzraum beim Schimpansen. Menschlich zu sprechen ist daher für unsere Verwandten unmöglich. Bringst du mir Effisch bei? Und? Hat sie Ihnen Effisch beigebracht? Nein, Gesten- und Zeigesprache, das war unser Kommunikationsmedium. Ja. Was doch jetzt aber mal sehr interessant wäre, wenn wir uns nochmal unseren Stammbaum angucken hier, den Stammbusch. Wo wäre Sina einzuordnen, sage ich jetzt mal, vom Entwicklungsstand, wenn wir das auf unsere Menschentwicklung übertragen würden? Von der Gehirngröße würden wir sie einreihen bei hier dem Mensch aus dem Tschad, den Sahelanthropus tschadensis, vor circa 6 bis 7 Millionen Jahren gelebt. Und kulturell, würde ich mal sagen, könnten wir sie locker einreihen, hier irgendwo in der Mitte vor zwischen 3 und 5 Millionen Jahren, denn eine kulturelle Leistung spricht man ja auch unseren Vormenschen nicht ab. Und Werkzeuge haben die garantiert auch benutzt. Denn Schimpansen, die sich schon viel früher abgespaltet haben, benutzen auch Werkzeuge. Und dennoch ist es ein weiter Weg zu uns letztendlich, zum Homo sapiens. Ein weiter Weg, ja. Also bei diesem Stammbusch, da sieht man ja auch noch mal ganz deutlich, dass es ja sehr verzweigt zuging. Also es gab ganz viele unterschiedliche Formen unserer Vorfahren. Und trotzdem ist ja dann am Ende nur der Mensch übrig geblieben, der Homo sapiens. Als Erfolgsmodell. Wir als Erfolgsmodell, genau. Ja. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie wäre es denn denkbar, dass wir uns weiterentwickeln? Gehen wir mal 1 Million Jahre voraus. Dann wird künstliche Befruchtung und Genmanipulation eine große Rolle spielen. Wir kennen das aus den USA und es wird irgendwann nach Europa rüberschwappen. Man kann aber heute schon bei den heutigen Populationen von Homo sapiens, die ja wirklich jeden Lebensraum besiedelt haben, Unterschiede sehen. Man kann zum Beispiel in den Zellen eines Einwohners Sibiriens einen Unterschied sehen zu einem Schwarzafrikaner. Denn der Russe, der in Sibirien lebt, der produziert in seinen Zellen mehr Wärme als der Schwarzafrikaner. Und der einzige Grund ist, es ist eine Mutation, es ist eine Anpassung an das kalte Klima in Sibirien. Das heißt, da geht es weiter. Interessant ist es ja dann auch darüber zu spekulieren, inwieweit unser Organismus mit der Technik verschmelzen wird. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir machen jetzt erstmal weiter mit den Wissenstipps. Und da habe ich Ihnen dieses Buch rausgesucht. Richard Leakey. Wir hatten ja heute schon von den Leakeys gesprochen. Die ersten Spuren über den Ursprung des Menschen. Leakey eigentlich Anthropologe.
1984 hat er seinen spektakulären Fund gelandet, den Turkana Boy, also am Turkana See, das Skelett eines Jungen, eines Homo erectus, der aufrecht gegangen ist, ein aufrechtgehender Mensch. Ganze Familie, ja, sehr bekannt in der Szene. Dann Lucy und ihre Kinder von Donald Johanson, ein Überblick über die Ursprünge des Menschen. Johanson ja, hat ja Lucy, die Überreste von Lucy gefunden, einen der berühmtesten Urmenschenfunde überhaupt. Und in dem Buch wird den Fragen nachgegangen, wie zum Beispiel, wann der Mensch Behausung baute, sich kleidete. 200 wunderbare Bilder hier drin, sehr empfehlenswert und eine sehr gute DVD. Kennen Sie vielleicht den Film Gorillas im Nebel? Das ist die Geschichte von Diane Fossey, auch einer sehr berühmten Forscherin, wird von Sigourney Weaver hier dargestellt, hat für den Film auch eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin erhalten, also für lange Filmabende, an denen schlechtes Wetter ist. Sehr gut, man lernt dabei einiges. Und im Internet würde ich Ihnen becominghuman.org empfehlen. Viel über die Arbeit der Wissenschaftler erfahren Sie dort, also praktisch den aktuellsten Stand der Forschung über Lucy und Co.